Wir sprechen gemeinsam das Smarana-Gebet. Lasse dich einfach von den Worten führen und spüre Liebe und Licht, so wie du es spüren kannst. Denn bereits bei meinem ersten Wort, was ich zu dir spreche, öffnen sich die Quellen der vollkommenen Liebe aus den Energien der Schöpferkraft, der allumfassenden, unendlichen Liebe von allem, was ist. Und diese Liebe strömt zu dir. Sie öffnet deine Seele. Sie öffnet dein Herz. Damit du die Worte der Liebe aussprechen kannst. Und damit du genau fühlst, was für dich jetzt in diesem Moment wichtig ist. Denn das Smarana-Gebet ist ein Gebet deines Herzens und deiner Seele. Und je tiefer und stärker dich die Smarana-Energie trägt, umso reiner werden deine Worte sein, welche du jetzt gleich sprechen wirst. Lasse, ohne lange zu überlegen, diese Worte aus deinem Herzen herausfließen und sei dir sicher, sie werden gehört. Denn jedes Wort eines Gebetes trägt die Energie der Liebe, der Hoffnung und somit tragen diese Energien die Worte in das Feld von Gottes Liebe. So lasse nun aus deinem Herzen und aus deiner Seele gerade das, was du mit dir trägst, lass es nun heraus und spreche mit deiner inneren Stimme das aus, was dich gerade beschäftigt. Die Energien tragen jedes Wort in die göttliche Quelle der allumfassenden Liebe. Und so gebe ich dir nun ein wenig Zeit, dein Gebet zu sprechen. Währenddessen du dein Gebet sprichst, bildet sich
eine goldene Kugel von Smarana-Energie, welche dich umhüllt. Welche dir genau zu fühlen gibt, dass deine Worte gut und richtig sind und dass sie gehört werden. So fühle jetzt diese Energie und spreche dein Gebet.
und dann spreche die Worte des Dankes. Des Dankes für dein Leben, dass du jetzt in diesem Moment hier sein darfst. Spreche deine eigenen Worte des Dankes. Sie werden dein Gebet abrunden. Und sie werden deinem Gebet Flügel geben, diese Worte, sodass sie von den Engeln getragen direkt in das Zentrum der göttlichen Liebe hineinfließen. Spüre diesen goldenen Strahl, welcher aus deinem Herzen entsteht. Denn dieser goldene Strahl bringt dein Gebet direkt in die göttliche Liebe von allem, was ist. Und so ist es geschehen. Dein Gebet wurde gehört. Die Energien umhüllen dich und du spürst die Verbundenheit. Du spürst Gottes Nähe. Und du spürst deinen göttlichen Funken, welcher jetzt eine besondere Strahlkraft erhalten hat. Und dann bedanke dich bei deiner Seele, bei deinem Leben, dass du dieses Gebet sprechen durftest. Bedanke dich auch bei der Smarana-Energie, dass dieses Gebet sein durfte und gehört wird. Und dann komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Sei ganz da.